Live nach Berlin. Sie sehen schon den Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Er ist bereits eingetroffen mit Vertretern von Verbänden. Habeck wird für die Bundesregierung eine Kampagne zum Energiesparen vorstellen. Denn die beste Energie, vor allem in diesen Zeiten, aber auch darüber hinaus, ist die Energie, die gar nicht erst verbraucht wird. Das hat ja die Diskussion und der Krieg in den letzten 107 Tagen erneut sehr eindringlich gezeigt. Wie kann also Energie gespart werden? 80 Millionen gemeinsam Energiewechsel. Das klingt ja sehr ambitioniert, aber unterm Strich wird es genau darum gehen. Im Anschluss an einen Energiegipfel, an einen Gipfel zur Energieeffizienz, bei dem wir gemeinsam mit 13 Unterstützerinnen und Unterstützern von Kommunen bis hin zum Handwerk, vom Bund, vom BDI bis zum Naturschutz eine gemeinsame Bündniserklärung verabschiedet haben, die zum Energiesparen aufruft. Wir werden die Pressekonferenz in zwei Teile teilen. Wir werden einmal über den Energiegipfel und die gemeinsamen Aktionen zum Energiesparen sprechen, und dann werden wir in einem zweiten Teil nach einer kurzen Umbauphase Ihnen unsere Energiekampagne, die Kampagne 80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel, vorstellen. Und nach beiden Teilen haben Sie nochmal Gelegenheit zu fragen. Wir sind wie immer ein bisschen knapp in der Zeit, aber wir lassen Sie zu Wort kommen, sowohl im Chat, die Kolleginnen und Kollegen, die leider heute schriftlich fragen müssen. Ich lese Ihre Fragen dann vor, als auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Raum. Bundesminister Robert Habeck hat das Wort und anschließend die anderen Akteurinnen und Akteure. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir stellen Ihnen dann heute die Kampagne 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel vor. Und wir stellen sie Ihnen erst einmal als Ergebnis eines Bündnisgesprächs vor, das wir gerade hatten. Aber wir sind gar nicht alle, sondern wir sind ungefähr ein Viertel der Verbände und Verbandsvertreterinnen und Vertreter, die sich eben eingefunden haben und miteinander diskutiert bzw. gesprochen haben, wie Deutschland bei der Energieeffizienz vorankommen kann. Und dass wir nicht alle sind, ist im Grunde schon fast ein Motto für das, was wir heute anschieben und worüber wir dann gleich noch ein bisschen genauer reden, wenn wir richtig zur Kampagne kommen, nämlich eine große gemeinsame Kraftanstrengung zu unternehmen. Deswegen 80 Millionen. Wir müssen alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Und dieses Alle hat eben dazu geführt, dass Verbände, die sich manchmal auch kritisch beobachten und kommentieren, einvernehmlich an einem Tisch gesessen haben und die Dringlichkeit von Energieeffizienz, von Einsparung unterstrichen haben in der Erklärung, die Ihnen vorliegt und die gleich noch einmal jeweils aus der Sicht von einigen Vertreterinnen und Vertretern vorgestellt wird. Dass das so möglich war zu fokussieren, ist wirklich etwas Außergewöhnliches, und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass das so möglich war, dass man den halben Schritt mehr gegangen ist, den man vielleicht in einer eigenen Erklärung nicht gegangen wäre, dass man die Toleranz gegenüber dem nächsten Verband hatte, nicht auf jedem Wort zu beharren, sodass wir diese Gemeinsamkeit herstellen konnten. Sie ist allerdings natürlich getrieben durch eine sehr, sehr ernste Situation, und die speist sich aus verschiedenen Bestandteilen, führt uns dann zu der Kampagne, beziehungsweise die Kampagne ist ja nur ein Tool, ein Instrument, die Energieeffizienz, das Einsparen in Deutschland voranzubringen. Das ist natürlich erst einmal die strukturelle Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe, an der wir als politische Generation gemessen werden, nämlich die Eindämmung der globalen Erderwärmung, das Reduzieren der CO2-Emissionen, das Einbremsen, von Stoppen kann man ja erst einmal gar nicht reden, der globalen Erderwärmung. Es ist zweitens der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Dringlichkeit, die Zahlungen an Putin zu reduzieren bzw. möglichst auch mal abzustellen. Und drittens die soziale Frage, die sich durch die hohen Energiepreise dringlicher vielleicht als in vielen Jahren davor noch einmal stellt. Und da muss man jetzt nicht drum herum reden, sich auch noch in diesem Jahr mit großer Vehemenz aufdrängen wird, wenn die Heizsaison wieder losgeht, beziehungsweise die Abschlagszahlungen kommen werden.
All dies, die soziale Frage, die Dringlichkeit, jetzt politisch zu handeln mit Blick auf die Energiesicherheit und die Unabhängigkeit von fossilen Energien und den Klimaschutz voranzubringen, hat dieses Bündnis möglich gemacht, hat dieses Bündnis geschmiedet. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Stärke der Vereine und Verbände auftreten, weil Energieeffizienz schon das Wort sperrig ist. Gesellschaftliche Aufmerksamkeit erzielt man leicht über die Dinge, die man aufbaut. Man kann sich trefflich streiten über Windkraftanlagen oder Stromtrassen oder meinetwegen auch Photovoltaikanlagen. Aber die eingesparte Kilowattstunde, die sieht man ja nicht. Also ist es vergleichsweise schwer, ein Bewusstsein dafür zu erzielen, diese eingesparte Kilowattstunde ins Zentrum der Politik zu stellen. Wie wichtig es ist, werde ich gleich noch einmal, wenn wir zur Kampagne kommen, ein bisschen stärker begründen. Aber die Aufmerksamkeit, die wir gemeinsam der Energieeffizienz, der Einsparung entgegenbringen müssen, sie muss deutlich höher werden. Letzter Satz, bevor ich das Wort abgebe und mir dann nachher nochmal zurückhole. Ohne jetzt schon vorzugreifen, eine solche Kampagne kann viel falsch machen. Und ich hoffe, dass wir vieles richtig gemacht haben. Das, worauf es zentral ankommt, ist, dass es nicht eine Kampagne von einem Ministerium für Deutschland ist, sondern eine Kampagne von Deutschland für Deutschland, von den Menschen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, für die Unternehmen, für die Menschen. Und deswegen ist dieses breite Bündnis, das wir geschmiedet haben, zentral dafür, wie wir die politischen Themensetzungen jetzt angehen wollen, nämlich nicht von oben herab, sondern jeder mit seinem Beitrag. Und diese Beiträge haben uns klüger gemacht, schon beim Aufbau der Kampagne. Ich möchte ein Beispiel nennen und dann gebe ich das Wort weiter. Ich selbst habe an verschiedenen Stellen in Interviews oder in Fernsehsendungen gesagt, wir müssen jetzt Energieeffizienz machen, wir müssen was einsparen und 10%, das geht doch eigentlich immer. Diese 10% gehen doch immer, klingt in vielen Ohren wie blanker Hohn. Wenn Menschen nur noch teilweise ihre Wohnung heizen können, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie mit den Einkommen oder den Zahlungen überhaupt zurechtkommen sollen, dann ist das ein falscher Ansatz. Das habe ich gelernt in den Gesprächen mit Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertretern, sodass jetzt schon diese Kampagne besser, härter, genauer geworden ist und nicht nur diese Kampagne, sondern auch die politische Arbeit dafür, für die Beiträge, für die kritische Begleitung will ich mich ausdrücklich bedanken. Vielen Dank, dass wir hier so stehen können. Dann bitte Herr Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerkes und Vizepräsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Herr Wollseifer, bitte. Ja, lieber Herr Bundesminister Dr. Habeck, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube und ja, ich bin mir sicher, uns alle hier eint doch der Wille, zusammen alles, wirklich alles daran zu setzen, um immer energieautarker zu werden. Und ein ganz wichtiger Beitrag dazu ist, Energie einzusparen. Uns im Handwerk mit unseren ca. 1 Million Betrieben, mit unseren 5,6 Millionen Beschäftigten fällt hier auch eine doppelte Rolle zu. Wir sind sowohl auf der einen Seite Umsetzer, aber auf der anderen Seite auch Betroffener beim Einsparen von Energie. Denn einerseits bauen und installieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was es in den privaten Haushalten, aber auch im gewerblichen Bereich möglich macht, Energie äußerst effizient zu nutzen. Handwerkerinnen und Handwerker bringen zum Beispiel Solarpanels auf die Dächer, die Dämmstoffe an die Gebäude, die tauschen Heizungen und Fenster aus, um nur einige wenige Beispiele Ihnen zu nennen. Aber dafür braucht es natürlich auch genügend Material und es braucht genügend qualifizierte Fachkräfte, die diese anspruchsvollen Aufgaben umsetzen können und das geht nicht einfach so. Andererseits liegt es auch im ureigenen Interesse der Handwerksbetriebe selbst, möglichst energieeffizient zu arbeiten. Und hier sind es oftmals schon wirklich kleine Änderungen im Betriebsalltag, mit denen sich deutliche Energieersparnisse erreichen lassen. Um das am Beispiel von zwei Gewerken einmal zu veranschaulichen, im Kfz-Gewerbe, da können bei den, wärmefressenden großen Werkstätten und Werkhallen durch eine bessere Gebäudedämmung, durch Doppelverglasungen wirklich spürbare Energieeinsparungen erzielt werden.
Dagegen im Friseurhandwerk, bei Friseuren etwa, da macht die Dauer des Wasserlaufs beim Haarewaschen und die Dicke, man sollte es nicht glauben, die Dicke der Handtücher, mit denen Haare getrocknet werden, einen wirklich entscheidenden Unterschied, denn der energetische Reinigungsaufwand für dünne Handtücher ist eben geringer. Sie sehen, welche kleinen Mittel dazu führen, dass wir Energie einsparen können. Das sind Beispiele, die verdeutlichen, wie Energieeinsparen in unseren Betrieben zur Realität wird. Durch ein verändertes Verhalten der Beschäftigten, wie durch Maßnahmen der Verbesserung natürlich der Energieeffizienz. Und mit dem E-Tool und weiteren passgenauen Instrumenten der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz ist es uns möglich, genau solche Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und darauf basierend dann unsere Handwerksbetriebe darin zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe und die Werkstätten entsprechend energieeffizient anzupassen. Das machen wir jetzt schon, eigentlich sehr erfolgreich, aber das müssen wir in der Zukunft wirklich noch viel mehr weiter fortsetzen und womöglich auch noch deutlich verstärken. Das wissen wir, denn Handwerkerinnen und Handwerker, wir sind die Macher von Energieeinsparungen im Alltag ihrer Kunden, wie auch in unseren eigenen Betrieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wollseifer. Dann bitte Herr Körzel, Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir als Gewerkschaften sind bei der Kampagne dabei, weil Energieeffizienz zwingender Teil der sozialökologischen Transformation ist. Sie ist wichtig für die Erreichung der Klimaziele. Sie macht uns unabhängig von fossilen Importen. Und sie reduziert die Kostenbelastung für Haushalte und Betriebe. Ich will ausdrücklich dort anknüpfen, was Minister Robert Habeck gesagt hat. Wir müssen aber auch gucken, dass es ausgewogen ist. Die Menschen, die kleine Einkommen haben, Rentnerinnen und Rentner und Jugendliche, dort darf die letzte Effizienzmaßnahme nicht sein, dass der Zähler abgeklemmt wird, sondern hier braucht es Hilfe, die Menschen auch entsprechend zu unterstützen. Wir sind besonders für drei Schwerpunkte möchte ich betonen. Erstens, die Beschäftigten im Handwerk, in der Industrie, aber auch in der Dienstleistung sind die Spezialistinnen und Spezialisten mit ihrem Wissen in den Betrieben. Sie wissen, wo entsprechend effizient mit Energie umgegangen werden muss und kann. Das muss genutzt werden. Hierzu braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen, und das nenne ich zweitens, ist für uns die Frage auch der Mitbestimmung. Dort, wo Betriebsrätinnen und Betriebsräte unterwegs sind und auch Initiativen übernehmen können in den Betrieben, dort ist die Energieeffizienz am weitesten, die Maßnahmen am weitesten fortgeschritten. Und wir brauchen natürlich Veränderungen von Arbeitsabläufen und Produktionsprozessen, die auch mit Qualifizierung begleitet werden müssen. Hier geht es darum, dass die Beschäftigten mitgenommen werden, nämlich nur dort, wo sie mitgenommen werden, tragen Sie das auch mit. Dort, wo Sie bedroht sind in Ihrer Beschäftigung, ist das Widerstandspotenzial mit am höchsten. Und zuletzt, als dritten Punkt möchte ich zum Handwerk auch kommen, beziehungsweise zur Frage, wie weit weg sind wir bei den Zielen der Energieeffizienz bei den Gebäuden? Hier braucht es enorm mehr Anstrengungen. Hier gibt es aber einen Engpass bei Fachkräften und bei Rohstoffen. Hier müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass beides gehoben wird. Das heißt für uns in allererster Linie auch durch gute Arbeit bei Menschen, die diese Arbeit umsetzen müssen, um den Gebäudebestand auch entsprechend zu sanieren. Auch hier ist die Weiterbildung für uns eine wichtige Frage. Aber die Beschäftigten sind hier auch die Motoren der Energieeffizienzwende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Körzel. Dann gerne Frau Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI. Frau Plöger. Ja, sehr geehrter Herr Bundeswirtschaftsminister Habeck, meine sehr geehrten Damen und Herren, energieeffizientes Wirtschaften ist ein ureigenes Interesse jedes Unternehmens. Die deutsche Industrie ist bereits heute Weltmeister der Energieeffizienz. Zunehmend gelingt es, Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum voneinander zu entkoppeln. Während das Bruttoinlandsprodukt der vergangenen 30 Jahre rund um die Hälfte gestiegen ist, ist der Endenergieverbrauch in derselben Zeit sogar leicht gesunken. Die Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren ist der Königsweg für das Erreichen der Klimaneutralität. Die immer weiter steigenden Energiepreise in Deutschland
sind ein enormer Anreiz, ja eine Überlebensbedingung für die Unternehmen, bei der Energieeffizienz keine Kompromisse zu machen. Innovation, der Einsatz digitaler Lösungen spielen beim Sparen und effizienten Nutzen von Energie eine zentrale Rolle. Denn wer nicht besser wird, hat aufgehört, gut zu sein. Um noch besser zu werden, haben wir im Bundesverband der Deutschen Industrie vor einigen Jahren die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke mitgegründet. Gemeinsam mit der Bundesregierung und rund 20 weiteren Verbänden. Inzwischen haben fast 3000 Betriebe in ganz Deutschland zusammen 344 Netzwerke gegründet. Durch Vernetzung der Energieexperten, einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und selbstgesetzte Einsparziele wollen wir weitere Effizienzpotenziale heben und voll ausschöpfen. In einigen energieintensiven Grundstoffindustrien sind beispielsweise manche Prozesse fast vollständig physikalisch optimiert. Wir freuen uns, mit dieser Kampagne und den daraus resultierenden Aktionen jetzt auch einen Impuls in die Breite für Energieeffizienz und Energiesparen zu setzen. Das verspricht eine doppelte Dividende. Erstens für die Energieversorgungssicherheit im kommenden Winter ganz zentral und zweitens natürlich für das Erreichen der Klimaschutzziele. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Plöger. Dann gern Kerstin André, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW. Kerstin André. Ja, vielen Dank. Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Energiebranche gilt immer das energiewirtschaftliche Dreieck: Versorgungssicherheit, Klima und Umwelt und Bezahlbarkeit. Und alles drei ist massiv unter Druck geraten. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass eine Kampagne wie diese, die dem Schwerpunkt Energiesparen und Energieeffizienz nochmal ein anderes Gewicht gibt, in dieser Breite voranzubringen. Weil wir insgesamt unsere Haltung zu dieser wertvollen Energie ein Stück weit auch verändern müssen. Es ist eine wertvolle Ressource. Und wir haben und müssen die Themen und die Versorgung gewährleisten. Der nächste Winter ist das, was uns im Moment ja auch sehr umtreibt, wie wir die Wärmeversorgung gewährleisten können. Und wir wissen, wenn heute schon sensibilisiert wird zum Thema Energieeffizienz und Energieeinsparen über das, was in den letzten Jahren hinaus gemacht wurde, dann ist das gut und richtig. Und ich bin sehr beeindruckt darüber, wie schnell es gelungen ist, so viele Verbände über alle Branchen und Sektoren hinweg zusammenzubringen, um diesem Thema das notwendige Gewicht zu verleihen. Die Versorgung muss gesichert sein, das Klima geschützt werden und die Bezahlbarkeit gewährleistet. Alles drei ist unter Druck. Und alles drei muss gemeinsam betrachtet werden. Für die Energiebranche spielen die Fragen von Energieberatung, Energiemanagement, Dienstleistungen rund um das Thema Effizienz und Einsparung seit jeher eine große Rolle. Dadurch, dass die Energieversorger, die Stadtwerke ganz nah an den Menschen dran sind, können sie ja auch noch mal eine besondere Rolle einnehmen in der Kommunikation über das Thema Sparen und Effizienz. Und das ist gut, wenn das Ganze auch so gemeinsam getragen wird. Wir sind als Energiebranche sehr gerne Teil dieser Kampagne und ich freue mich, dass es so einen breiten Widerhall findet. Wünsche auch allen gemeinsam uns viel Erfolg, weil es ist dringend notwendig und Glückwunsch an das Ministerium, das so auf die Beine gestellt zu haben. Vielen Dank. Danke, Kerstin André. Dann gern Jutta Gurkmann, Vorständin des Bundesverbandes Verbraucherzentrale. Ja, ganz vielen Dank, Herr Minister, meine Damen und Herren. Sie hatten eingangs schon den Ernst der Lage sehr eindrücklich dargestellt und dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Mit jedem Kubikmeter russischen Gases finanzieren wir mindestens indirekt einen Angriffskrieg, der gerade gegen die Ukraine läuft. Mit jedem Fass Öl und mit jeder Tonne Kohle befeuern wir aber auch eine Klimakrise, die unsere Lebensgrundlagen zerstört. Vordringlichste Aufgabe ist es deshalb, die Abhängigkeit von den fossilen Energien so schnell wie möglich zu beenden. Energiesparen ist dafür ein zentraler Baustein. Deshalb unterstützt der VZBV mit voller Kraft die neue Kampagne der Bundesregierung. Diese Kampagne macht sehr deutlich, es geht hier um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle müssen mitmachen. Industrie, Handel, Gewerbe, öffentlicher Sektor und natürlich auch die privaten Haushalte. Dabei helfen bereits die Verbraucherzentralen
mit ihrer Energieberatung. Dort erhalten Verbraucherinnen und Verbraucherinnen Tipps und Beratung im Internet, aber auch in Online-Seminaren, am Telefon oder auch vor Ort. Das spart Energie und damit Geld und ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz. Allein durch die Beratung im vergangenen Jahr und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen, die umgesetzten Maßnahmen, wurden rund 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart und werden 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht in etwa dem Jahresenergieverbrauch der Stadt Düsseldorf. Und wir sehen angesichts der Tatsache, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher uns derzeit wirklich die Türen einrennen in den Energieberatungen, dass dieser Wert ganz sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch steigen wird. Sie fragen nach Energiespartipps im Haushalt. Es gibt aber auch Fragen nach Heizungstechnik, Einstellungen, energetischer Sanierung und natürlich auch nach erneuerbaren Energien. Bis Ende dieses Jahres werden wir mit den Energieberatungen der Verbraucherzentralen etwa 250.000 Menschen erreicht haben und das sind 40% mehr als im vergangenen Jahr. Das zeigt aus unserer Sicht wirklich sehr eindrücklich, dass bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Wille und ein Bewusstsein vorhanden ist, an dieser großen Aufgabe mitzuwirken. Klar ist aus unserer Sicht aber eben auch, die Abhängigkeit von fossilen Energien können wir nicht mit individuellen Kaufentscheidungen, Konsumentscheidungen lösen. Die vielen, vielen kleinen Schritte, die ganz wichtigen Schritte, die schon unternommen werden, zu denen diese Kampagne auch anregen soll, die sind ganz, ganz wichtig und damit machen wir einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung. Wir lassen aber auch enormes Einsparpotenzial auf der Straße liegen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin mit dem Verbrennungsmotor zur Arbeit fahren müssen, weil der Bus auf dem Land eben nur 2-mal am Tag vorbeifährt. Oder aber, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher buchstäblich zum Fenster hinausheizen, weil eine energetische Gebäudesanierung sich nicht lohnt oder der Vermieter diese aus Mangelsanreizen nicht vornimmt. Das heißt, aus unserer Sicht, neben dieser Kampagne muss die Politik natürlich auch den Rahmen setzen und dann auch diejenigen unterstützen, die sich solche Maßnahmen nicht leisten können. Dieses gemeinsame Projekt ist eine Riesenchance, die wir auch gerne ergreifen, denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern kann die Politik unabhängiger machen, den Verbraucheralltag günstiger, die Städte lebenswerter und auch die Gesellschaft ein Stück weit gerechter. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gurkmann. Dann Ulf Kämpfer, stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetages. Ja, herzlichen Dank. 80 Millionen gemeinsam für die Energiewende, die leben alle in Städten oder Gemeinden. Und insofern ist es natürlich für uns ganz, ganz wichtig, Teil dieser Kampagne zu sein, weil wir, glaube ich, eine sehr unmittelbare Möglichkeit haben, diese Menschen vor Ort zu erreichen, zu motivieren, zu informieren. Ich glaube aber am Ende ist es noch wichtiger, dass wir als Kommunen Adressat dieser Kampagne sind und des Gedankens, denn wir selber, wir haben 2 Millionen kommunale Wohnungen, wir haben 180.000 Verwaltungsgebäude, wir haben Stadtwerke, wir haben Verkehrsbetriebe und die müssen natürlich selber Teil dieser Wende sein, dieses Energiewechsels und da haben wir ganz viel vor, wir haben ganz viel zu tun, da haben wir guten Willen und wir brauchen aber natürlich neben Kampagnen auch förderrechtlich und ordnungsrechtlich den Rahmen, der uns das dann auch uns ermöglicht. Das ist sozusagen die andere Seite. Und wir wissen ja, dass auch da ganz viel passiert. Aber das muss man, glaube ich, ganz, ganz wichtig miteinander denken. Sie, Herr Minister, haben die Frage der Energiearmut, also die finanziellen Beschwernisse angesprochen. Als Oberbürgermeister einer nicht besonders reichen Großstadt wie Kiel und als ehemaliger Amtsrichter, der viel mit Stromsperren zu tun hatte, weiß ich, dass das eine ganz, ganz existenzielle Seite ist, die wir überhaupt nicht vernachlässigen dürfen. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, es gibt eine andere Seite. Und die andere Seite ist, dass, sage ich mal, unsere ziemlich hartnäckige immer mehr Mentalität, mehr Autos, größere Fernseher, größere Kühlschränke, größere Wohnungen, auch dazu geführt hat, dass alle Effizienzgewinne der letzten Jahrzehnte aufgefressen wurden durch genau diese Mehrmentalität. Und die müssen wir auch genauso als eigener Akteur, als auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen aufbrechen. Dafür kann so eine Kampagne, glaube ich, der Auftakt sein. Aber das ist auch was Langfristiges, denn diesen Mentalitätswechsel, den werden wir natürlich nicht nur mit dem Appell, den Strom oder das Licht rechtzeitig auszuschalten, erreichen,
Aber es ist eben ganz wichtig, dass die Dinge da ineinander greifen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ulf Kämpfer. Dann last but not least, Herr Pforte von Rando, Koordinator Politik und Gesellschaft des Deutschen Naturschutzrings. Danke. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, in diesem Bündnis auch für die Umweltverbände sprechen zu können. Wir freuen uns sehr, dass das BMWK sich nicht länger um den großen Elefanten im Raum vorbeizwängen will und die Einsparung von Energie in das Zentrum einer breiten Kampagne stellt. Das unterstützen wir gerne mit ganzer Kraft. Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Grundpfeiler des deutschen Wirtschaftsmodells eingestürzt. Die permanente Versorgung mit billiger fossiler Energie aus Russland. Diese jähe Zäsur muss einen grundlegenden Umdenken führen. Im Verhalten jeder Einzelnen, aber gerade auch bei dem politischen Gestaltungsmut. Die Einsparung von Energie ist der notwendige Zwilling eines schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien. So wichtig es ist, die Heizkörper zu Hause besser zu regulieren, so überragend wichtig ist ein politischer Ordnungsrahmen, der Öl- und Gaskessel ins Technikmuseum verbannt, die energetische Sanierung ungedämmter 70er-Jahr-Siedlungen erzwingt und endlich die intellektuell schlichteste Maßnahme umsetzt, ein allgemeines Tempolimit. Wir Umweltverbände haben schon in den letzten Wochen und Monaten viele Hinweise und Tipps formuliert, wie jeder und jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren und zudem aktiven Klimaschutz zu betreiben. Jetzt ist aber auch die Zeit, wo die Politik den richtigen Rahmen setzen muss und den ganzen Instrumentenkasten politischer Gestaltungsmöglichkeiten auspacken muss. Dazu gehört neben zielgerichteter Förderung auch und gerade der Mut zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Denn ohne Ordnungsrecht, das zeigt der Blick in die Vergangenheit, war Fortschritt selten möglich. Ganz praktisch kann der Minister, und ich hoffe sehr, dass er es tut, und ich bin mir sicher, dass er es tut, dies in den kommenden Wochen beim EU-Energieministerinnenrat unter Beweis stellen. Denn dort sollte eigentlich das höhere Einsparziel von 13% bis 2030 gegenüber 2020 beschlossen werden, das die EU-Kommission mit ihrem Repower EU vorgeschlagen hat. Bisher will die französische Ratspräsidentschaft jedoch nur den veralteten Kommissionsvorschlag diskutieren, der die Zeitenwende nicht spiegelt. Hier wäre uns allen viel geholfen, wenn die Bundesregierung ihre Kampagnenfähigkeit auch auf EU-Ebene unter Beweis stellen kann. Vielen Dank, Herr Pforte von Rando. Jetzt hätten Sie die Gelegenheit für Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe die ersten hier im Raum gesehen von Frau Herzog und dann Frau Wolf. Richtig. Im Chat sehe ich bislang noch keine. Schreiben Sie gerne Ihre Fragen rein. Sie sind herzlich eingeladen. Ich lese sie dann vor und bitte um Verständnis, dass das heute technisch nicht anders möglich ist. Martina Herzog von der dpa, bitte. Dankeschön. An die Verbandsvertreter, können Sie noch mal erklären, inwieweit Sie die Kampagne nur in Anführungsstrichen unterstützen oder wie weit Sie sie auch mitentwickelt haben? Wer von Ihnen möchte? Ja, ich würde. Ja, wir gehen an die Verbandsvertreter. Ich rede gleich noch mal so viel. Wollen Sie, Frau Gockmann, vielleicht was sagen? Weil Sie haben ja ein großes Geheimnis. Sie, die Verbraucherschützer, waren diejenigen, die gesagt haben, 10%, das ist nicht so eine ganz coole Ansage, weil es eben blind für die soziale Schieflage ist. Also inwiefern haben Sie an der Stelle die Kampagne ja schon mitentwickelt? Ja, wir waren dankenswerterweise sehr frühzeitig eingebunden, konnten unsere Impulse setzen, eben die 10%, das fanden wir wirklich gut, dass das auch aufgenommen wurde. Und wir werden auch weiterhin mit unseren Energieberatungsprojekten natürlich die Kampagne auch unterstützen, mit praktischen Tipps und Beratung vor Ort und überlegen uns noch weitere Möglichkeiten, wie wir gut mit den Botschaften an die Verbraucherinnen und Verbraucher kommen. Herr Körzel, Sie wollten, glaube ich, also, gerne noch ergänzen und Frau André richtig. Lassen Sie mich ganz kurz aus Sicht der Gewerkschaften was sagen. Natürlich haben wir ein Rieseninteresse, dass eine solche Kampagne auch zündet, im Haushalt, aber auch in den Betrieben, weil jede Kilowattstunde Strom und jede Megawattstunde, die bei Gas nicht verbraucht wird, läuft nicht gegen die Personalkosten, müssen die unter anderem nicht auf der Personalseite eingespart werden. Deswegen ist das schon ein natürliches Interesse. Und für uns ist natürlich wichtig, dass in der Transformationsfrage Energie so auch eingesetzt wird, dass die großen Vorhaben, dass auch energieintensive Industrien zukünftig hier in der Bundesrepublik Deutschland noch arbeiten können und auch noch vorhanden sind, dass die auch umgesetzt wird. Und deswegen ist natürlich das Interesse sehr groß, auch zu sagen, da geht es auf der einen Seite um Investitionen, auch für Jahrzehnte, das auch gemeinsam zu gestalten und hier in einem solchen Bündnis zu besprechen, das ist dann auch sehr viel wert.
Kerstin André? Ja, ich glaube, alle Verbände und die Unternehmen in den Verbänden haben heute schon Einspar- und Effizienzkampagnen. Es gibt sehr viele Homepages, wo man sich schon Tipps holen kann. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass dieses Bündnis nochmal drauf aufmerksam macht, dass man das tut. Also da ist schon viel im Wissen vorhanden, aber es muss in der Umsetzung bei den Menschen, in den Verhaltensänderungen noch ein Stück weit mehr Push bekommen. Deswegen ist das, glaube ich, bei allen Verbänden heute schon Teil der Agenda und der Kommunikation. Es gibt die Seite ganz einfach Energiesparen. Also theoretisch kann man sich schon relativ viel Informationen holen, aber der wirkliche Push dahinter, den macht diese Kampagne, denke ich, deutlich. Ulf Kämpfer noch und dann würde ich wieder in den Raum. Also unsere Unterstützung endet natürlich nicht heute, sondern sie fängt in gewisser Weise erst an, weil wir die Themen ja selber auf den kommunalen Ebenen haben. Und ein Beispiel, Fernwärme, ja, da werden jährlich die Preise gemacht, die Tarife gemacht, erst zum nächsten Jahr. Vielleicht ist der Ukraine-Krieg dann längst vorbei oder die Weltmarktpreise runter, aber jetzt wird das Gas dafür eingekauft. Das heißt, die 70-80% Erhöhung, die kriegen die Menschen erst nächstes Jahr. Das heißt, wir müssen sie jetzt darauf vorbereiten, nicht nur aus Umwelt, aus geopolitischem Interesse, sondern dass die Menschen jetzt sich schon ein bisschen selber durch ihr Verhalten darauf vorbereiten können, dass es nicht zu arg wird in den Kosten, die dann auf die Menschen zukommen. Ich sehe gerade noch Herrn Wollseifer und ich weiß nicht, Frau Plöger, wollten Sie auch gerne noch? Machen Sie erst. Ja, das deutsche Handwerk unterstützt diese Kampagne sehr. Sie spricht uns aus dem Herzen, aus mehreren Gründen. Erstmal aus der Überzeugung, dass das jetzt der unbedingt erforderliche Weg ist, den wir in der Zukunft gehen müssen. Zweitens natürlich, dass wir auch als Handwerk uns sehr stark einbringen können. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Möglichkeiten, die Energieeffizienz vor Ort bei unseren Kunden, aber auch in unseren Betrieben umzusetzen. Und der dritte Grund ist natürlich, dass es auch für uns, und so ehrlich sind wir auch, ein großes Betätigungsfeld ist. Über 2,5 Millionen unserer Mitarbeiter und eine Tausendzahl von Betrieben sind in diesen Segmenten tätig und auch aus diesem Grund stehen wir voll hinter dieser Kampagne, die jetzt zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, initiiert ist und die wichtig und richtig ist. Jana Wolf, bitte. Ach so, Frau Plöger, entschuldige. Ja, also ich würde auch gerne nur ergänzen, dass auch gerade dieses 80 Millionen gemeinsam uns auch sehr angesprochen hat, weil es tatsächlich eine gemeinsame Aufgabe ist, jenseits all der Bemühungen, die wir schon in den einzelnen Organisationen, wir haben es ja dargestellt, in der Vergangenheit auch getätigt haben. Und dass man die Effizienzsteigerung und die Maßnahmen einfach noch systematischer über alle Stakeholder hinweg sich anschaut und auch zu sehen, wo können wir am schnellsten reagieren, weil viele dieser Umstellungsmaßnahmen natürlich auch immer einen gewissen Vorlauf brauchen, Entscheidungen, die vielleicht heute fürs nächste Jahr oder noch länger getroffen werden muss und wir mit mehr Systematik auch erreichen können, dass wir da gemeinsam schneller vorankommen. Gut, dann würde ich jetzt Frau Wolf fragen lassen. Vielen Dank. Ich würde gerne von Frau Plöger stellvertretend für die Industrie wissen. Sie sagten vorher, Effizienz ist im ureigenen Interesse der Industrie. Wieso braucht es dann noch eine politisch flankierte, politisch initiierte Kampagne oder anders gefragt, wieso soll das Ministerium den Unternehmen noch sagen, was sie ohnehin schon wissen und tun? Und von Herrn Habeck würde ich gerne wissen, Sie sprachen beim Windkraftausbau von ökologischem Patriotismus und jetzt preisen Sie eine Kampagne an von Deutschland für Deutschland. Das klingt ähnlich ein Werben um Patriotismus in dieser Hinsicht. Da würde mich interessieren, was lässt Sie glauben, dass das bei Menschen ankommt, die sozial schwach aufgestellt sind, die das Gefühl haben, von Politik und Staat ohnehin schon allein gelassen zu werden? Welche konkreten Hilfen für das Einsparen gibt es denn von politischer Seite? Soll ich anfangen? Ja. Okay, also ich habe es ja vorhin gesagt, wer nicht immer besser wird, hat aufgehört gut zu sein. Ja, wir sind schon mit Bemühungen da, aber es ist natürlich nie das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn es auch tatsächlich in einigen Feldern schon fast ausgereizt ist. Wir sehen das ja im Kleinen mit diesen Klimaschutznetzwerken, die wir seit 2014 aufgebaut haben, dass dieser Austausch, diese Best Practices sehr hilfreich sind. Die können wir aber über die Grenzen der Industrie hinweg ja auch denken. Wir sind da nicht alleine und wir freuen uns tatsächlich, auch wir haben einen Mehrwert, wenn es in der Breite der Gesellschaft ankommt und jeder versteht, jeder kann einen Beitrag dazu leisten, denn die Ressourcen, die frei sind oder frei werden in diesem Fall, können dann an anderer Stelle vielleicht noch besser genutzt werden.
Was die Unterstützung von Menschen, die es wirklich nötig haben, angeht, da hat Ulf Kämpfer ja darauf hingewiesen, was noch auf uns zukommt und auch teilweise jetzt schon Realität ist, aber eben noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das muss man so klar sagen. Wir stehen vor einem ganz schwierigen Herbst, ganz schwierigen Winter. Und wir haben mit den beiden Entlastungspaketen, die wir als Bundesregierung geschnürt haben, viele Antworten gegeben. Und ein Teil der Antworten, das muss man ehrlicherweise zugeben, ist nur ein Teil der Antworten, ist eben sozialpolitisch genau ausgerichtet gewesen für das Jahr 2022. Für die Frage, wie die Energieeffizienz tatsächlich, also das Einsparen von Energien umgesetzt werden kann, verweise ich auf das, was Frau Gurkmann gesagt hat. Also wo ist die Unterstützung, war ja die Frage. Was aber auch wir im Ministerium schon haben und weiter ausbauen werden, konkrete Beratung erst einmal. Und dann gibt es zielgenaue Austausch- und Unterstützungsprogramme. Die gibt es jetzt schon. Zulagen, Zuschüsse für Menschen mit knappem Geldbeutel beim Einbau von effizienteren Geräten oder beim Einkauf von effizienteren Geräten. Und vereinbart wurde ja auch ebenfalls Austauschprogramme aufzulegen für Öl- und Gaskessel. Was die Ansprache selbst angeht, kann ich das natürlich nicht versprechen. Aber ich kann sagen, dass wir sehr genau darauf geachtet haben, und das ist der Sinn dieses breiten Bündnisses und auch dieser Ansprache, dass man nicht belehrend daherkommt, nicht mit einem Zeigefinger agiert, sondern im Grunde die blinden Flecken des eigenen Tuns aufklärt. Und das wiederum, hoffen wir jedenfalls, ist eine Einladung mitzumachen, das eigene Tun, die eigene Gewohnheit nochmal zu hinterfragen. Ich nenne mal ein paar Beispiele aus meinem Ministerium. Ich habe mich, als ich Minister wurde, total gefreut, dass es so ein schönes altes Haus ist, schön beleuchtet. Das haben wir abgestellt. Die Nachtbeleuchtung wird eingestellt. Dabei freut man sich ja erst einmal darauf, aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wo können wir Energie sparen, dann kommt man auf sowas. Im Sommer wird die Heizung abgestellt, der Vorlauf für die Wärmephase ist abgesenkt worden, beziehungsweise die Temperatur für Kühlung ist hochgesetzt worden. Das kommt jetzt auch aus den Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmen. Sie werden es nachher gleich sehen, wenn die Kampagne durchläuft. Viele Läden, viele Geschäfte werden ja gekühlt. Würde man die Temperatur ein bisschen hochsetzen, also von, keine Ahnung, 20 Grad oder 22 Grad auf 23 oder 24 Grad gehen, man hat alleine dadurch, und das sind zumutbare Schritte, würde ich sagen, enorme, ganz erstaunliche Energieeffizienzgewinne. Und dieses haben wir immer so gemacht. Man sieht gar nicht mehr, was man eigentlich tun kann, sich gegenseitig zu erklären, darauf hinzuweisen. Das ist eigentlich der Geist dieser Kampagne. Also nicht Allwissenheit irgendwo, einer, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und sagt, jetzt erkläre ich euch mal, wie es richtig geht, sondern sich gegenseitig helfen, an konkreten Beispielen zu lernen und manchmal den inneren Schweinehund, aber auch manchmal einfach nur das eigene Nichtsehen wieder aufzuklären und in der Summe der Maßnahmen dann voranzukommen. Vielen Dank. Dann die nächste Frage, der Herr im hellen Hemd. Ja, vielen Dank, Philipp Sandmann von RTL NTV. Eine kurze Verständnisfrage an Herrn Minister Habeck. Wo sehen Sie oder bei welcher Gesellschaftsgruppe sehen Sie die größte Verantwortung beim Thema Energiesparen? Ist das bei den Privatbürgerinnen und Bürgern? Ist das bei der mittelständischen Industrie oder eben auch bei der großen Industrie? Wer muss am meisten machen? Die Antwort kann ja nur sein, alle. Und jede und jeder an ihrem Platz. Natürlich kann man jetzt, was die Privatverbräuche angeht, quasi eine statistische Linie zeigen, dass größere Einkommen auch einen größeren ökologischen Footprint, also CO2-Verbrauch, also einen größeren Energieverbrauch nach sich ziehen. Relativ gesehen zum Haushaltseinkommen sind die Anteile für Energie bei denjenigen, die etwas weniger Einkommen stark sind, immer höher, aber die Summe an Verbräuchen geht bei denjenigen, die höhere Einkommen haben, immer nach oben. Da liegt dann möglicherweise auch eine gewisse Einsparmöglichkeit. Aber das heißt nicht, dass man nicht in allen Bereichen nochmal überprüfen kann, ob was geht. Und ich glaube, es war Frau Gurkmann, die darauf hingewiesen hat, dass natürlich damit nicht nur der Gesellschaft genutzt wird, sondern am Ende auch dem eigenen Geldbeutel, sofern man es denn, da spart natürlich auch bei sich selbst. Nicht nur Putin eins auswischen, sondern selber auch ein bisschen besser dastehen. Dann gerne Herr Polanski hier im Raum.
wir dabei sind, können Sie mal drei konkrete Einspartipps geben an einen normalen Haushalt, Sie persönlich? Und die zweite Frage, habe ich es richtig verstanden, diese 10%, ist das jetzt das offizielle Ziel? Nein. Was ist die Vergleichszahl? Also, ich sage was zu den 10% und vielleicht, wenn die Kollegen nochmal wollen, eigene Sachen zu machen, wir kommen ja gleich nochmal zur Kampagne, da würde ich mich dann nochmal austoben, aber da will ich jetzt nicht gleich vorgreifen, denn die 10% sind quasi ein Beispiel dafür, was wir nicht aufgenommen haben in die Kampagne. Was mal so gesagt wurde, wo wir aber versucht haben, den Stil, die Ansprache der Kampagne zu überprüfen. Und deswegen vergessen Sie die 10%. Es können auch 15 oder 20 sein, aber wir reden jetzt nicht mehr darüber, jeder kann, geht immer, sondern wir reflektieren die jeweilige Lebenslage von Menschen. Also es ist kein offizielles Ziel und es ist kein offizieller Bestandteil der Kampagne. Es war als, wenn Sie so wollen, Aufklärung für mich als Beispiel genannt, wie wir in den Gesprächen untereinander klüger und auch kampagnenklüger geworden sind. Ja, ich mache meine gleich und wenn jemand möchte, zwei, drei Beispiele. Na, dann nehmen wir das Heizbeispiel, wenn ich den Thermostat eben eine Stufe runterstelle, das sind in der Regel 4 Grad, dann ist da ein Einsparpotenzial von 20% drin. Also das ist viel. Dann der klassische Tiefkühler, der vereist ist, wenn Sie das Eis richtig regelmäßig wegmachen und den Tiefkühler einmal abtauen, anständig voll beladen, dann sparen Sie auch an der Stelle. Also uns geht es ja darum, vor allem darauf aufmerksam zu machen, dass die Menschen einmal bewusst schauen, wo ist ihr ganz persönliches Einsparpotenzial und bevor wir eben in diese Diskussionen kommen, was alles abgeschaltet wird, wo tut es denn gar nicht weh, wenn man was ändert? Das muss doch der erste Schritt sein. Dann würde ich, Herr Kämpfer möchte noch einen Energiespartipp loswerden, dann Herr Pforte von Rando und dann würde ich an Christine Joachim die nächste Frage geben. 50% der Autofahrten sind kürzer als 5 Kilometer und gerade in den 2,5 Monaten, die wir jetzt noch das 9-Euro-Ticket haben, glaube ich, kann das jeder und jede mal ausprobieren, ob das nicht auch mal ohne Auto geht. Herr Pforte von Rando. Exakt das wollte ich auch sagen und noch zusätzlich tatsächlich einfach die Geschwindigkeit. Es ist unglaublich, wie viel weniger Benzin verbraucht wird, wenn man 100, 110, 120 fährt, als wenn man 160, 170 fährt. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, der vor allem jetzt in dieser Zeit den Geldbeutel schont, aber vor allem wirklich auch aktiver Klimaschutz ist. Dann Christine Joachim und danach würde ich in den Chat gehen und 2 Fragen an den Minister vorlesen. Danke. Meine Frage bezieht sich jetzt nicht konkret auf die Kampagne, aber hat auch mit Energie zu tun, nämlich mit Windenergie. Herr Habeck, das FDP-geführte Justizministerium hat ja jetzt mit einem Leitungsvorbehalt erstmal das Gesetzespaket zur Windenergie gestoppt. Der FDP war der Zeitraum für die Beteiligung der Ressorts zu kurz. Wie kommt das bei Ihnen an? Können Sie das nachvollziehen? Und was hat das für eine Auswirkung jetzt auf den Zeitplan, den Sie sich gesetzt haben, das noch vor der Sommerpause in den Bundestag zu bringen? Danke. Wer ist das? Naja, wie Sie wissen, war ich die letzten 4 Tage nicht in Berlin und deswegen auch ein bisschen abgelenkt, die Verhandlungen mit den verschiedenen Ministerien zu führen. Nun bin ich wieder da und nun lösen wir die Probleme wieder. Vielen Dank. Ich würde. Bitte? Da bin ich ja nur einer der Akteure. Also es geht ja die Idee bei dem Wind-an-Land-Gesetz beziehungsweise bei dem Bundesnaturschutzgesetz ist, wegen der logischen Verbindung mit dem EEG im Kabinett Eckpunkte zu verabschieden, die den Fraktionen zur Debatte zu übergeben und dann liegt es im Deutschen Bundestag und deswegen kann ich über den Zeitplan am Ende ja nicht alleine bestimmen. Das sind selbstbewusste und freie Abgeordnete. Ich würde es begrüßen, wenn es gelingen würde, dieses Paket von Gesetzen, das EEG, das sogenannte Osterpaket und die damit logisch verbundenen Gesetze noch vor dem Sommer zu verabschieden. Und bin mir eigentlich sicher, dass in dem konstruktiven Geist, der diese Koalition prägt, daran alle mitarbeiten werden. Ja, da schmunzelt er nochmal zum Schluss. Das war also Wirtschaft- und Klimaschutzminister Robert Habeck zum Thema Energiesparen gemeinsam mit den Vertretern der Verbände, die an dieser Kampagne beteiligt sind. Liebe Zuschauer, das war Phoenix vor Ort an diesem Freitagvormittag. Das nächste Update in Sachen Aktualität und Politik gibt es bei uns um 14 Uhr gleich mit meiner Kollegin Ines Arland. Und jetzt geht es weiter.